Hallo? Ist da jemand? Hey, you. Was machst du denn da? Caillou, du solltest schlafen. Ich? Und du solltest definitiv keine Gruselfilme gucken, denn dafür bist du zu jung. Das ist nicht so gruselig, echt nicht. Kein Aber, Caillou. Geh ins Bett. Wir sprechen morgen früh darüber. Irgendjemand hier? Ich hab mich verlaufen. Vielleicht oben? Bilder bewegen sich nicht. Ist ja albern. Und Rüstungen bewegen sich auch nicht. Oder? Ich bin groß und hab keine Angst. Ich bin groß. Lass mich in Ruhe. Ich will nur nach Hause. Ich brauch... Teddy? Warum bist du denn hier? Willst du mich wohl beschützen? Danke, Teddy. Du bist der Beste. Nein! Lass mich und Teddy in Ruhe! Wir haben vor dir keine Angst. Ich sagte, geh jetzt weg! Hä? Teddy? Bin wach. Caillou, warum bist du denn hier? Da war ein gruseliges Haus. Ein Ritter jagte mich und ich konnte nicht entkommen. Und du hattest recht. Ich sollte keine Gruselfilme schauen. Es tut mir echt leid. Komm zu mir, Kleiner. Mit mir und Teddy geht's dir gleich besser. Oh.
Landung in 3, 2, 1. Hallo, Caillou. Tut mir sehr leid, dass Frau Martin krank ist. Doch ich freue mich, dass du heute in meiner Klasse bist. Ich hab Angst, Mama. Ich weiß, Caillou. Glaubst du, du kannst mutig sein? Nur heute? Das hier ist der Mensch Caillou. Bitte begrüßt den Menschen. Cooler Rucksack. Hi, Caillou. Heute ist das hier dein Sitzplatz. Lass uns doch heute alle extra freundlich sein, okay? Bellend in die Zukunft. Wirklich lustig. Sehr lecker. Brauchst du etwas Hilfe, Caillou? Ich hab das noch nie gemacht. Schon okay, Caillou. Erste Male sind schwer. Es ist Pause. Caillou an Mama. Die Aliens spielen Fangen? Doch die Regeln sind komisch. Oh, tut mir leid, Caillou. Ich wollte dich fangen und gefrieren. Schon okay. Bin ich jetzt dran? Nein, du bist gefroren. Oh. Ein Allabzeichen von Mama. Ich muss Mama zeigen, wie es hier oben aussieht. Oh, gab es Diebnada. Konomo, Dilana, Diebnada. Hä? Ein sehr cooles Bild. Ich mag Aliens. Oh, danke. Machen die dir nicht Angst? Ein wenig, doch sie sind cool. Ja, sie haben große Augen, ihre Hände leuchten und ein Roboter gibt ihnen echte Sterne. Oh. Ich mag Roboter. Kann ich einen malen? Ja. Wow. Oh.
etwas Neues doch nicht gruselig. Tick! Gefrorener Tick, weißt du noch? Nicht, dass wir das heute machen können. Mama geht's heute nicht so gut. Aber kein Markt? Tut mir leid, ihr zwei. Kannst du uns nicht hinbringen, Papa? Tut mir leid, ich muss arbeiten. Nicht traurig, Caillou. Rosi macht's besser. Rosi, da kommt mir eine Idee. Wenn wir uns um Mama kümmern, können wir vielleicht zum Jahrmarkt gehen. Ja! Was los? Dr. Caillou und Schwester Rosi sind hier, um dir zu helfen, Mama. Helfen? Ach so. Hab ich Glück. Patient Mama ist nun bereit. Over. Das sieht ja warm aus. Oh, das ist... Vitamin C. Dr. Caillous Vorschlag. Wirklich interessant. Wir brauchen einen Verband, Schwester. Teddy? Teddy geht auch. Wir brauchen 50. Nein, 100 Teddy-Umarmungen. Oh, na klar. Umarmung 1, Umarmung 2, Umarmung 3, Umarmung 4, 97, 98, 99, 100. Puh, bin wach. Sehr gut, Rosi. Toll, Tippi. Nun, Mama, du ruhst dich aus und ich spreche mit Schwester Rosi. Das ist eine gute Idee. Nicht besser. Nein, wir müssen wohl einen A. A. B, C. Wir brauchen Hilfe. Wer kann uns wohl helfen? Papa. Pflegerpapa. Annehmen, Pflegerpapa. Code Helge. Code Helge. Nicht jetzt, Caillou. Papa arbeitet. Aber Schwester Rosi und ich brauchen dich. Und Mama. Und Mama. Over. Pfleger Papa ist gleich da. Was? Hab's mir gedacht. Was ist los, Papa? Mama hat einen schweren Fall von... einem Schnupfennäschen. Wir brauchen Taschentücher. Sehr, sehr viele Tücher. Oh, okay. Okay. Danke. Das reicht wohl.
Oh, vielen Dank für eure Hilfe. Tut mir leid, dass wir nicht beim Jahrmarkt waren. Doch ihr zwei. Der Jahrmarkt! Wir hatten so viel Spaß, da haben wir den ganz vergessen. Naja. Mama ruht sich jetzt besser aus. Nur noch etwas mehr Medizin. Ein. Hab dich lieb. Wir haben noch einen Patienten, Rosi. Oh oh. Vorsichtig, Kajou. Oh? Der Baum ist hoch und ihr tut euch noch weh. Entschuldigung. Schnell, Rosi, komm her. Hä? Wo ist denn der Löwe bloß? Caillou, geht es dir gut? Alles gut, Papa. Das gehört zum Abenteuer. Oh, Gilbert, deine arme Pfote. Caillou, was habe ich übers Baumklettern gesagt? Sieh, was mit Gilbert passiert ist. Ich dachte, ich war allein. Ich wusste nicht, dass Gilbert... Es ist wichtig, an andere zu denken, Caillou. Was du machst, kann auch andere beeinflussen. Okay? Alles gut, Gilbert? Was stimmt nicht? Bau! Oh. Alles gut, Gilbert. Ich lass nicht zu, dass dir etwas passiert. Hä? Hey. Miau! Gilbert? Gilbert hat einen kleinen Bruch am Bein. Also werden wir ihn bandagieren und er muss sich ein paar Wochen erholen. Aber er wird sich erholen? Es wird ihm wieder gut gehen. Aber er wird bei manchen Dingen, die er normalerweise alleine macht, etwas Hilfe brauchen. Oh, das mache ich. Ich kann gut helfen. Gilbert, mach das nicht. Die Bandage hilft doch, deinem Bein zu heilen. Es ist besser für Gilberts Bein, ihm einen Leckschutz zu geben. Leckschutz? Wie Bonbonpapier? Bonbon! Nein, die Halskrause hält Gilbert davon ab, seine Bandage zu beißen. Raus aus den Federn, Schlafmütze! Tada! Gilbert, vorsichtig! Caillou, Katzen trinken doch keinen O-Saft wie wir. Was würde Gilbert wohl gerne machen? Oh. Ha! Lass den Drachen raus! Lass den Drachen raus! Oh ja, das ist kein Drache, sondern ein gruseliger Dino! Was ist denn passiert? Gilbert scheint nicht mehr spielen zu wollen.
Ich wollte mit ihm Drachen oder Dinosaurier spielen. Er wollte auch nicht sein Frühstück von mir essen. Er will einfach nur schlafen. Weißt du noch, wie du dir den Arm gebrochen hast? Es war frustrierend, normale Dinge zu machen, oder? Das Beste ist, wenn du dir vorstellst, dass du an Gilberts Stelle wärst. Wie kann ich das denn machen? Stell dir vor, du wärst Gilbert und überleg dir, was du wollen würdest. Oh. Ja! Gilberts Bein sieht besser aus. Du musst dich gut um ihn gekümmert haben. Ich habe mir vorgestellt, wie er sich fühlt. So war es einfach zu helfen. Caillou, holt deinen Ball. Irgendwie. Oh, Gilbert, kannst du mir den Ball geben? Gilbert bringt Ball. Super, Gilbert heißt er. Bitteschön. Wow, du und Gilbert seid besondere Superhelden. Freundlichkeitssuperhelden. Freundlichkeitssuperhelden? Was ist das? Nun, Helden retten Menschen vor bösen Leuten. Aber Freundlichkeitssuperhelden tun auch nette Sachen für andere. Nur um Menschen glücklich zu sehen. Das klingt ja wirklich gut. Was denkst du denn, Gilbert? Bereit, Freundlichkeitssuperhelden zu sein? Dann geht's los! Heute super im Netz sein. Heule! Bitte helft uns! Warte, ist nicht sicher. Lass das mal die Profis machen. Komm schon, Super Gilbert.
Zeit zu verlieren. Hilfe! Hilfe! Alles gut. Wir bringen euch sicher an den Strand. Schnell! Ah, die Haie kommen her! Komm schon, Super Gilbert! Was ist los? Du musst sie vor den Haien retten! Caillou, auch Superhelden fürchten sich einmal. Und Super Gilbert mag Wasser wirklich gar nicht. Weißt du noch? Oh, tut mir leid, Gilbert. Schon okay. Aber vielleicht kann Super Gilbert ja anders helfen. Danke für die Rettung. Ich dachte, die Haie essen uns als Mahlzeit. Ja, und danke fürs Abtrocknen. Oh. Du machst toll, Gilbert. Trotz deiner Angst hast du dein Bestes gegeben. Das ist super mutig. Und nett. Ihr beide habt heute so viel Nettes getan. Und ich dachte mir, ein Freundlichkeits-Superheld braucht einen Umhang. Also, tada! Wow, danke, Mama! Folgen Sie mir. Ich will nicht in ein neues Restaurant gehen. Ich will ganz woanders. Glaub mir, Caillou, du wirst das Lokal lieben. Schau! Oh? Ah. Oh. Wartet, wird belohnt. Ich glaube, ich kann nicht warten, Papa. Ah. Oh. Hey, was ist mit mir? Ich will... Gut gefangen, Caillou. Schmeckt gut. Hab aber noch Hunger. Der wartet, wird belohnt. Das ist... Oh, echt scharf. Das ist wirklich scharf. Rot! Hier, trink das Wasser. Meine Zunge brennt. Das ist Wasabi, Caillou. Davon kann man nur ein ganz kleines bisschen nehmen. Damit wird es besser. Ich will jetzt nichts mehr ausprobieren. Oh, das sieht echt toll aus. Hä? Oh, lecker! Niemals! Das ist köstlich, Caillou. Probier's doch mal. Das ist wirklich nicht scharf. Versprochen. Du weißt nur, ob du das magst, wenn du es probierst. Gibt's eine Kinderkarte? Leider nicht. Aber ich mache etwas nur für dich. Was isst du denn am liebsten? Oh, gegrillter Käse? Ein bisschen davon und...
Das ist kein gegrillter Käse. Wirklich nicht? Käse? Schick die Kraniche zu mir zurück. Kann ich sie nicht essen? Ich habe wirklich Hunger. Ah, ah, ah. Der, der wartet, wird belohnt. Aber... Versprochen, das wird der beste gegrillte Käse überhaupt. Oh, wow. Geht's dir gut, Rosi? Oh, oh, tut mir leid, Rosi. Ich hab's übertrieben. Oh? Guck! Gegrillter Käse. Lecker. Das ist köstlich. Selbstverständlich, weil man ja belohnt wird, wenn man... Warte. Oh, yeah. Willst du die hier probieren, Caillou? Nun, mag ich das? Das weißt du erst, wenn du es probierst. Das ist Tempura. Willst du was von meinem Fisch? Was willst du noch probieren? Na, alles. Gar kein Problem. Wow! Puff! Oh, Caillou! Lass uns noch mal! Nicht jetzt. Ich muss ein paar Sachen besorgen. Oh. Wow! Wir haben Tomaten, Salat, Karotten und... Oh? Kann ich den Schokoriegel haben, Mama? Der ist so lecker und... Unser Mittagessen wird heute lecker und gesund sein, Caillou. Schokolade ist keine gute Idee. Aber ich finde schon, dass... Kein Aber, Caillou. Leg ihn zurück. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Karotten und Paprika und vielleicht ein paar Gurken? Rosi liebt sie. Komm her, Caillou. Ihr Wechselgeld. Und hier ist was Süßes für dich. Essen heute was Gesundes. Du kannst einen für später mitnehmen, wenn du willst, Caillou. Nein, ist schon okay. Danke, tschüss. Na dann heute nicht. Wir sehen uns. Willst du mir beim Mittagessen helfen, Caillou? Wie klingt das? Aha. Ich schneide die Karotten und du kannst den Salat und die Tomaten waschen. Dann vermischen wir das. Mmh.
den Riegel nehmen dürfen. Das war nicht deiner, Caillou. Caillou? Caillou? Hä? Klingt das denn gut für dich, Caillou? Ja, Mama. Das klingt sehr gut. Gern anbehalten. Wie du willst. Schoki! Was? Lecker Schoki! Rosi will auch! Nein, Rosi! Rosi will Schoki! Rosi will Schoki! Rosi will Schoki! Nein, Rosi! Wo kommt der Schokoriegel her? Ich... Ist das etwa der von Herrn Johnsons Laden? Caillou, das ist Diebstahl. Das darf man nicht. Wie konntest du nur? Ich wollte es nicht. Es sah lecker aus und ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen, aber keiner hat geguckt. Ich will nicht ins Gefängnis. Es tut mir echt leid. Danke fürs Entschuldigen. Ich bin nicht die Einzige, bei der du dich entschuldigen musst, Caillou. Tut mir sehr leid, Herr Johnson. Hier habe ich das Geld für den Schokoriegel. Ich hätte ihn niemals nehmen sollen. Oh, ich bin sehr enttäuscht, Caillou. Das war nicht okay. Ich weiß, es tut mir wirklich sehr leid. Ich glaube dir. Ich nehme deine Entschuldigung an. Aber du musst mir versprechen, du nimmst nie wieder etwas, das dir nicht gehört. Versprochen. Niemals, niemals wieder. Gut. Nun geh nach Haus. Deine Mama hat etwas Gesundes gekocht. Klingt so, als brauchst du das auch. Ich freue mich so, dass wir heute ein Haustier kriegen. Was für ein Haustier wollt ihr denn haben? Ein Pferd? Ein Pferd ist vielleicht etwas zu groß für unser Haus. Eine Ziege? Das ist eine schlechte Idee. Wie wär's mit einem Hasen? Ich denke, ein Hase ist perfekt. Ja! Nur welchen? Ich mag den braunen. Oh, wie wär's mit dir? Oh. Sieht so aus, als ist es entschieden. Wir nennen ihn Hoppel. Ja, Hoppel. Komm her, Hoppel. Hoppel mag Rosi. Ich will jetzt mit ihm spielen. Oh. Warte! Komm zurück, Hoppel! Caillou schreckt Hoppel! Nee.
Kommt mit mir. Wir bauen einen Stall zur Hoppel. Hoppel wird den Stall bestimmt lieben. Caillou, gibst du mir mal den Hammer? Hoppel mag mich, glaube ich, nicht. Hoppel liebt dich, Caillou. Vielleicht musst du nur noch etwas sanfter mit ihm umgehen. Ja, lass ihn zu dir kommen. Fertig. Tada! Papa! Kann ich helfen? Also, jetzt noch einmal. Tada! Ich hole Hoppel! Hoppel, dein Stall ist nun soweit. Renn doch nicht weg. Komm raus zum Spielen! Caillou, nimm mal etwas Abstand. Hä? Aber ich will mit Hoppel spielen. Ja, aber du bist zu aufgeregt und etwas zu laut. Du machst dem Kleinen etwas Angst. Ich mach ihm Angst? Stell dir mal vor, du wärst ein Hase. Wie möchtest du, dass sich jemand nähert? Probier langsam und sanft zu sein. Probier's doch mal. Alles gut, Hoppel. Wirklich. Caillou lieb, Hoppel. Hey! Ja, hab's geschafft. Ich mein, ja, hab's geschafft.